wieder Holzer. Holzer ist frei durch. Corbinian Holzer gegen Aito Kallio. Tor! Holzer mit der Entscheidung. In der Overtime. Wir sehen den Siegtreffer. Holzer guckt nochmal über die Schulter. Er ist frei durch. Und diesmal macht er keinen Fehler. Aki Chambor. Und Tor! Wie geht der denn rein? Blick mal drauf. Von der roten Linie. Meister wurde mit Mannheim 2002. Boah, das ist los. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Es gibt den Videobeweis, aber die On-Ice-Entscheidung sagt Tor für Mannheim, Corby Holzer. Boah, und jetzt muss gecheckt werden. War die Scheibe schon über der Linie oder war die Zeit? Das Tor von Corby Holzer oder war es Nigel Doss vor dem Tor? Ja, Doss eher. Ja, Doss fälscht ab. Und wie? Boah. Keine Chance für Poggi. Ein Eishockeyspiel dauert 60 Minuten. Braucht noch mal einen Moment, aber noch mal. Fast Wolfsburg dazwischen. Oh, und jetzt super gespielt. Viel Raum in der Mitte und die Abschlussmöglichkeit. Oh, super und Tor von Ranulic. Lässt er sich nicht nehmen. Der Saison und wir genießen noch mal. Aber super gespielt in einer neutralen Zone, gar nicht nur kurz tropfen lassen. Und er macht natürlich eine Riesenbewegung auch da und verliert Strahlmeier. Stark. Gegen eine Top-Torhüter brauchst du eine Top-Idee. Begünstigt die Situation natürlich auch durch den Stolperer. Und David Wolf. Oh, durch die Beine. Und was ein Tor. Was ein Tor von David Wolf. Zum 0:1. Und läuft einfach mal los. Vorbei an Huss. Weber durch die Beine und mit der Rückhand vorbei. Saisontor Nummer 8 von David Wolf, der passt genau. Löst das gut. Und Matthias Plachter, der hat jetzt etwas Platz. Da kommt Kartitsch mit und das ist die Entscheidung. Mark Kartitsch nach nur 23 Sekunden in der Overtime mit dem Siegtor für die Adler. Für die Mannheimer. Hier entscheiden. Da strauchelt er eigentlich, löst das aber gut gegen zwei und verschafft Plachter so den Platz. Kommt dann als erster aus diesen Zweikämpfen eben mit in diesen Rush. Mark Kartitsch hat die 2 Meter Vorsprung vor dem Gegenspieler, macht sein 4. Saisontor und hieft. Passiert bislang noch nicht viel. Ein Schuss von Mark Kartitsch. Bonar Hendulic. McGinnis, Entscheidung, da Puck im Tor. Die Adler holen hier in Straubing den Zusatzpunkt. Noch einmal, weil er die Geschwindigkeit hat, weil er die Geduld hat. Jetzt hat er den entscheidenden Schritt hier vor. Macht den Schritt nach innen. Kettich, McGinnis und Rendulic. Ein bisschen stimmt's. McGinnis setzt sich durch und das ist es. Oh. Klasse Leistung, Einzelleistung von McGinnis, der dieses Spiel entscheidet. 3-2 Overtime-Sieg Mannheim. 3. Niederlage in Serie Bremerhaven. In Mannheim, das passiert öfter mal. Und man muss sagen, dass man auch trotz qualitativ hochwertigen Ausfällen immer wieder einen Weg gefunden hat, jetzt doch dieses Spiel noch erfolgreich zu gestalten. Was wir noch festhalten, ist ein auffälliges Debüt von Virtanen bei Bremerhaven.